So, im heutigen Video werden wir mal wieder was drechseln. Und zwar geht es um dieses schöne Stück hier. Das hat ein Bekannter am Dachboden gefunden beim Aufräumen. Und er möchte das ganz gerne als Dekorations- und Erinnerungsstück behalten. Und natürlich fehlt hier was. Die Spitze. Und die werden wir heute versuchen mal nachzudrechseln. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe hier ein schönes Stück Apfelholz. Ich denke, das dürfte ganz cool aussehen. Was das jetzt genau für eine Patronenhülse ist, kann ich euch nicht sagen. Irgendwas mit 40 mm MK2 1945. Also ich schätze mal Zweiter Weltkrieg oder sowas. Ich zeige euch die mal kurz. Fokus. Jetzt. Vielleicht kennt sich ja jemand von euch mit so Sachen aus. Der kann mir das dann gerne in die Kommentare schreiben, was das denn für eine Hülse ist, welche Nation oder wie auch immer. Aber um die Hülse soll es ja nicht gehen. Wir fangen jetzt an zu drechseln. So, dann müssen wir mal die Maschine kurz umbauen. Das Backen fliegt da raus. Vierzack mit Nehmer hinein. Ich habe mir das hier schon angezeichnet, die Mitte, und angekörnt. Dann werden wir das mal hier in die Spitzen aufnehmen. Gut festspannen. Thank you.
dann habe ich das Teil hier endlich fertig. Zwischendurch hat der Akku von der Kamera schlapp gemacht. Es war aber nicht schlimm. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist das Stück hier oben mit der Handsäge abschneiden, nachschleifen und nachölen. Und dann habe ich das hier einfach mit ein paar Tropfen Sekundenkleber reingeklebt. Ja, da steht er nun. Wie ich finde, ist es relativ gut geworden. Ich meine, von der Größe her, keine Ahnung, ob das hier zum Original irgendwie dazu passt oder ob das zu groß oder zu lang ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, darauf kommt es auch nicht an. Das Apfelholz ist auch sehr schön geworden. Mein Kollege wollte das Messing eigentlich noch polieren, aber ich dachte mir, das Teil ist von 1945 und hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und sieht dennoch relativ gut aus noch. Also natürlich hat es ein paar Flecken und ein paar Kratzer, aber ich dachte mir, so ein altes Teil, das braucht man nicht mehr aufpolieren. Das ist einfach der Charme vom Alter. Ja, das war mal wieder ein kleines, schnelles Projekt, nichts Großes. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr es anschaut. Alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.